Hallo und willkommen zurück bei Venetica. So, ich glaube, das sieht hier so ein bisschen langsam nach Abendstimmung aus. Ja, ach so, ja genau. Ich bin ja hier direkt hingelaufen noch, um uns den Weg zu ersparen. Also vom Wirtshaus hier wieder her zu dem Taubentypen. Damit wir das mal klären können mit den Tauben, weil das geht ja so nicht, ne? Du schon wieder. Ich dachte, ich hätte das schon erklärt. Er bekommt nur dann eine meiner Tauben, wenn er dafür bezahlt. So, jetzt geben wir ihm natürlich die Dukaten, die haben wir extra bekommen, in der Hoffnung, dass wir dann die Tauben bekommen. In Ordnung, ich habe das Geld für dich. Hier, nimm diesen Schlüssel. In meiner Höhle findest du, was du brauchst. Und dann lass mich endlich in Ruhe. Ach, das ist seine Höhle. Na, dann können wir da ja jetzt auch endlich rein. Was hat er sonst noch zu sagen? Du hast, was du wolltest. Jetzt lass mich endlich in Ja, Frieden. jetzt sei mal nicht so unhöflich hier, ja? Am Anfang habe ich die noch verstanden, aber jetzt reicht's auch langsam, ne? So, jetzt gehen wir dann mal in die Höhle und mal gucken, was uns da erwartet. Bin ich ja mal gespannt. Ja, da sind doch schon wieder so Wühler zu sehen. Das sehe ich doch. Junger Wühler. Es gibt auch junge Wühler, ja? Wühlerfell. Jetzt können wir doch mal ausnehmen. Was macht sie jetzt? Nimmt sie das jetzt aus? Wie ging denn das noch? Ah, hier. Ja, mach mal. Mach mal. Aha. Ja, okay. So, und wenn ich jetzt den mache, passiert nichts. Okay. Wühlerfell, immerhin. Ich finde das komisch, dass sie jetzt nichts macht bei dem Ausnehmen. Ich dachte, da können wir jetzt so. Oder es ist halt schon, wenn man das Fell bekommt, dass das dann heißt, dass man halt ausgenommen hat. Brieftauben erhalten. Wieso, da ist doch nur ein Käfig. Da ist doch gar nichts drinne. Doch nur ein Käfig, mit dem können wir jetzt wahrscheinlich überhaupt erstmal eine holen. So, was ist in der Truhe? Ich will euren ganzen Kram immer gar nicht nehmen. Nee, ich weiß, das ist jetzt dumm, aber ich will es gar nicht. Und wenn ich halt dafür 23 Dukaten weniger habe, mir doch egal. Ich will doch hier nicht sein Zeug klauen. War hier hinten noch was? Nö. Nö, oder? Nö. Gut, dann gehen wir hier raus. Ja. Sagt er jetzt noch was? Du hast, was du wolltest. Jetzt lass mich endlich in Frieden. Nö. Ja, okay. Schon klar. Du magst uns nicht so besonders. Jetzt lassen wir uns wieder rüberschiffen und dann habe ich euch wenigstens. Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Wow. Wir möchten natürlich zur Südbucht. Bring mich zur Südbucht. Da haben wir uns wenigstens einen Weg gespart und ich habe euch einen Weg erspart, die Treppe einmal hoch und runter zu laufen. Muss immer noch gucken, wo ich eigentlich hin soll. Ich glaube, da hinten jetzt rum, weil sonst schwimme ich den Weg immer. Und hier direkt um die Ecke ist die Treppe, glaube ich. Ja, super. Gut, dann gehen wir da jetzt fix hoch. Es ruckelt immer so ein bisschen. Also, es sieht zumindest so aus. Im Nachhinein immer, dass es sehr stark ruckelt, aber so doll ruckelt es jetzt eigentlich auch nicht. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob Facebook das manchmal auch ein bisschen verschlechtert, die Qualität. Okay, ja, jetzt ist es eine komische Sicht. Ich glaube, so ist immer am angenehmsten so weit weg. Und schon sind wir wieder da bei der Taverne. Reicht denn der Käfig jetzt, frage ich mich. Oder was? Na, wir werden es jetzt herausfinden. Und? Hast du die Tauben? Tauben geben, doch, haben wir. Ja, hier sind sie. Wunderbar. Ich schicke sie sofort los und dann wird bald Hilfe unterwegs sein. Du solltest später wiederkommen. Ich bin sicher, die Straße ist dann wieder frei. Bis dahin kommst du nur mit deinem Fischerboot unten an der Küste nach Venedig. Ah, toll. Und eine neue Stufe und unsere Gesundheit ist auch gleich mal eben wiederhergestellt. Das gefällt mir.
Das gefällt mir gut. Direkt hier, ne? Wieder Power und so. Stärke geben wir uns natürlich jetzt auch mal wieder. Konstitution ist auch immer gut. Mental, was war Schattenenergie nochmal? Ist das eher Weisheit? Nee. Der, was ist denn hier? Mentale Stärke? Ja, egal, lassen wir so, fertig aus. So. Was ich mich natürlich noch frage, ist, ob wir mit jemandem trainieren können noch wieder. Hallo, wie kann ich dir helfen? Hatte er nicht genau über Training. Ich will wissen, ob er uns wieder was beibringen kann. Du hast von Training gesprochen. Ja, aber dieses Training war für Benedikt gedacht und für niemand sonst. Obwohl, du hast tapfer gekämpft. Manchmal jedoch reicht Tapferkeit nicht aus, um zu siegen. Oh, was soll's. Ich habe ja sonst nicht viel zu tun. Wenn du deine Fertigkeiten verbessern möchtest, dann werde ich dir dabei helfen. Wenn du erfahren genug bist, kann ich dich neue Fertigkeiten lehren. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du Kombinationsangriffe ausführen kannst. Sie sind sehr mächtig. Ja, schön. Dann können wir jetzt hier ein bisschen was lernen. Körperfertigkeiten lernen. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Super. Ich kann dir Kombinationsattacken beibringen. Und andere. Ja, scheißegal. Gib mir das Zeug einfach. Super, weil ich frage mich sonst, wo wir zu wem hingehen müssen. Also da müssen wir echt aufpassen, oder ich muss aufpassen, dass ich da immer die Leute nicht verpasse, mit denen das zu machen. Sonst lernen wir hier nie was. Ja, wir haben ja genug. Das machen wir auf jeden Fall. Wir machen von allem was. Wir können auch alles. Ja, was ist denn jetzt was? Wovon wollen wir denn noch mehr lernen? Aktuelle Stufe, füge einen Bar-Sonderschlag. Das hatten wir schon. Nächste Stufe, füge einen weiteren Sonderschlag an deine Kette von Attacken mit der Mondklinge an. Ich weiß immer noch nicht, ob das normale Schwert nicht trotzdem irgendwie stärker ist oder was mit der Mondklinge ist. Vielleicht ist die dann jetzt auch stärker? Ich weiß es nicht. Hier, Schwertparade. Ach, da hatten wir schon alle Stufen. Nö, ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Und dann, was haben wir hier noch? Macht des Speers. Füge einen weiteren Sonnenschlag. Ja, nächste Stufe, füge einen weiteren Sonnenschlag. Deine Kette mit deinem Speer. Ich habe aber keinen Speer. Was steht hier? Mit dem Hammer. Aha, Speer, Hammer, Mondklinge. Und hier haben wir nämlich das normale Schwert. Ah, also gibt es zu jeder Waffe eine eigene Fertigkeit quasi. So langsam check ich's. Aber hier hatten wir schon alles gelernt, da können wir eh nichts machen. Also, was interessiert mich jetzt? Speer oder Mondklinge eigentlich so am meisten? Ja. Aber wir nehmen dann nochmal Speer. Und Macht des Hammers. Aha. Und das können wir... Nee, da haben wir auch alles. Dann nochmal Mondklinge. Ja. Hier haben wir dann jetzt alles gelernt. Und hier dann nochmal auch alles. Ist jetzt auch alles gelernt. Ja, das ist doch gut. Das reicht doch auch. Da muss ich dann nochmal wieder... Ich weiß nicht, hat sich das Inventar jetzt auch geändert? Muss ich gleich mal unten gucken. In diesem Steuerkreuz, ob da jetzt mehr Plätze sind. Sonst habe ich auch keine Ahnung, wie ich das immer hin und her beim Kämpfen machen soll. Bei der PC-Tastatur sind da ja unten, glaube ich, mehr Felder als jetzt hier beim Gamepad. So. Hier lässt sich aber irgendwie auch... Scheiße, habe ich das jetzt aus Versehen nicht gesehen und meine Fertigkeitspunkte alle vergeben? Ach Mensch. Ich weiß jetzt nicht, ob man das vorher konnte. Egal, egal. Machen wir dann das nächste Mal. Achte ich mehr drauf. Wie sieht's jetzt hier aus mit unseren... Können jetzt mal die Quests kommen? Hallo? Ach so, da geht er gar nicht rein jetzt. 1000 Sachen. Lass mal durchlaufen lassen. So, jetzt aber. Jetzt geht er da rein. Hat mir auch einen Brief an Hans. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das müssen wir auch noch machen. Ist denn hier jemand dabei? Der das... Hier kann ich keine Karte machen. Okay. Nee, dann nehmen wir noch mal was anderes. Mit Schmiede haben wir auch noch nichts. Muss es in Venedig gemacht. Ah ja, die Minenleute ja auch in Venedig, ne? Brief auch nach Venedig. Dann ist ja alles erledigt.
Dann bringen wir jetzt den Brief nach Venedig. So. Und mit ihm... Hallo, wie kann ich dir helfen? Ja, es muss alles auch geregelt werden, so, ne? Nebenbei, ich beeile mich gerade. Körperfertigkeiten, den hatten wir gerade. Oder nicht? War das... Was? Bring mir Kampffertigkeiten bei. Nee, ich kann dir Kombination... Ja. Nee, das war Körperfertigkeiten. Hallo, wie kann ich dir helfen? Und jetzt wollte ich, Kombinationsangriffe trainieren. Zeig mir, wie man Kombinationsangriffe ausführt. Gut, dann lass uns beginnen. Oh Mann, bei diesen Trainings bin ich immer nicht so gut irgendwie. Wo guckt sie denn hin? Man verdreht ihren Hals so. Hm, komm mit mir nach hinten, Kleiner. Was? Achso, wir gehen raus. Deswegen. Mhm, alles klar. Ja. Was? Jeder Kombinationsangriff startet mit einem einfachen Schlag. So wie dieser hier. Und jetzt du. Was? Einfach nur hauen? Gut. Der nächste Schritt sind zwei Schläge hintereinander. Dafür musst du zweimal schlagen, wobei der zweite Schlag ausgeführt wird, wenn der erste fast zu Ende ist. Das sieht dann so aus. Ja. Und jetzt du. Okay. Benutze die Aktionstaste erneut am Ende deines Schlages, um einen weiteren, stärkeren Schlag anzufügen. Diese Schläge sind weit effektiver als unkontrollierte einzelne Attacken. Aha. Ja, Ruhe. Der schwierigste Teil ist, mehr und mehr Schläge hinzuzufügen, ohne die Kombination zu unterbrechen. Dafür musst du im richtigen Moment schlagen, stets am Ende des vorherigen Schlages. Für den Moment soll ein dritter Schlag genügen. Das sollte bei dir dann so aussehen. Ja. Und jetzt du. Das ist so mein größtes Problem jetzt. Was? Sehr gut. Du hast die Übung gemeistert. Nutze die Kombinationsangriffe, wann immer du kannst. Sie richten sehr großen Schaden an. Nun solltest du einen Lehrer finden, der dir das Parieren von Schlägen zeigen kann. Okay. Na okay, ich dachte, wir lernen jetzt hier den Kram endlich mal. Kann sie das denn mal so machen? Hang, hang, oh, wow. Hm, zwei und drei. Voll die Trainingsstunde hier. Und eins, zwei und drei. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum macht sie diesen Move immer nicht? Ich weiß auch nicht. Kann uns nicht helfen mehr? Steck dein Ding jetzt weg. Hallo, wie kann ich dir helfen? Nö, ne? Nö, okay. Vergiss es. Auf Wiedersehen. Vergiss es, aber du hast uns trotzdem geholfen. So. Wir sollen einen Brief wegbringen. Ist denn jetzt das da oben eigentlich wieder frei? Oder what? Ausgang. Windmühlentaverne. Ausgang. Ja. Oder den. Ah, hier müssen wir hin. Okay. Bring uns hin, Rabchen. Bring uns hin. Hier lang? Oder Treppe hoch? Was soll ich tun? Nochmal. Wo fliegst du hin? Wo? Wo fliegst du hin, mein Rabe? Und er macht hier sein Feuer? Ja, dann... Er soll uns einfach nach Venedig bringen, ne? Was kann ich für dich tun? Geht doch viel schneller. Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Nach Venedig, weil... Ja. Bring mich nach Venedig. Venedig? Aber was willst du denn dort? Diese Stadt ist verrottet bis auf die Grundfesten. Und sie ist zerfressen von Gier und Korruption. Du findest nur Abschaum da. Lug und Trug. Und niemanden, dem du vertrauen kannst. Warum bleibst du nicht hier? Jemand wie dich können wir brauchen in Zeiten wie diesen. Ja, ich muss das tun.
Es geht dich gar nichts an. Das war mein erster Gedanke, aber ja, und ich habe Angst. Keine Angst, ja, es ist so, ich habe keine Angst, ich bin so die Geilste. Ich muss dorthin. Ich habe eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Du hast dich verändert, Scarlett. Ich glaube, du bist erwachsen geworden. Gut, gut. Ich werde dich rüberfahren. Wir können das alte Wassertor benutzen. Allerdings sagt man, dass sich diese Assassinenbrut dort eingenistet hat. Also dann, es ist Zeit, dem Ort deiner Jugend Lebewohl zu sagen. Okay. Auf nach Venedig, meine Freunde! Auf nach Venedig! In ein neues, fernes Städtchen! Venedig ist ja kein Land. Aber mit Mut und Tapferkeit werden wir diese Heldengeschichte zu Ende bringen. Wer war er denn jetzt? War das Benedikt als Geist? Nein, Benedikt sieht ganz anders aus. Wir hören das nochmal. Warte, hier drinnen ist es sehr dunkel. Ich kann dir eine Laterne und Öl für ein paar Dukaten anbieten. Ich hab schon was. Damit hast du etwas Licht. Aber das wird noch immer keine große Hilfe gegen die Derwisch-Assassinen sein, die angeblich ihr Lager hier unten aufgeschlagen haben. In der Mitte dieser Gänge befindet sich ein großer, kreisrunder Schacht. Wie ein riesiger Brunnen. Ich hab gehört, dass sich dort die Quelle allen Übels verbirgt. Der untote Fürst? Ich werde dich nicht begleiten. Ich bin nur ein alter Feigling. Aber ich werde noch etwas hierbleiben, falls du mich brauchst. Also, wie steht es jetzt mit der Laterne? Ich hab schon eine. Ich muss weiter. Danke, aber ich hab schon eine. Hätte ja wenigstens Danke sagen können. Okay, Leute. Tja, hier unten sieht es düster aus und wie es weitergeht, spannend ins weitere Abenteuer, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann.